Dienstag, 24. Januar. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Gut gelebt. Das Land Rheinland-Pfalz hat einen Preis für inklusive Unterrichtsgestaltung vergeben. Wer zu den Preisträgern zählt und was es mit inklusiver Unterrichtsgestaltung auf sich hat, das erfahren Sie gleich bei uns in der Sendung. Und das sind unsere weiteren Themen. Ozonloch. Wie Mainzer Wissenschaftler mit einem ehemaligen russischen Spionageflugzeug in Nordschweden die Wolkenbildung erforschen. Und Ausstellung. Wie Kinder den Tod einer Mitschülerin in Bildern und Briefen verarbeiten. So, liebe Zuschauer, zu unserem ersten Thema. Und da beschäftigen wir uns mit Bildung, mit schulischer Bildung und mit einem ganz besonderen Teil der schulischen Bildung, nämlich mit der sogenannten Inklusivunterrichtsgestaltung. Und dazu begrüße ich jetzt im Studio zunächst Heike Striegel. Sie ist Lehrerin an der Maler-Becker-Grundschule in Mainz. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Ottmar Miles-Paul. Er ist der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen. Herzlich willkommen. Herr Miles-Paul, zunächst mal, was ist unter dieser speziellen Unterrichtsform zu verstehen? Ja, wir kennen ja den Begriff der Integration. Und der war ja sozusagen, der wird jetzt ja breiter genutzt, aber früher galt das auch hauptsächlich für die Integration behinderter Menschen. Und wir wollen natürlich, dass die auch an den Schulen integriert werden, also wie alle anderen auch teilhaben können. Und jetzt kam noch dieser Begriff der Inklusion dazu. Mhm. Das kommt von der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, weil die fordert nämlich, dass behinderte Menschen das Recht haben, ja, an der Gesellschaft teilhaben zu können in allen Bereichen. Und zwar so, dass sie sich nicht dauernd anpassen müssen, sich einfügen, sondern dass die Systeme so sind, dass es für alle passt. Und das ist so der Gedanke der Inklusion. Und wenn wir jetzt im Unterricht sind, dann sollte man den Unterricht natürlich so gestalten, dass es für alle Kinder passt und also auch für behinderte und nicht behinderte Kinder. Mhm. Frau Striegel, nun ist es ja immer so wunderschön, da gibt es Erklärungen, da gibt es Deklarationen von den Vereinten Nationen bis zur Gesetzgebung dann auf Landesebene oder sonst was. Aber richtig funktionieren kann das ja nur, wenn diejenigen, die sozusagen an der Front stehen, auch entsprechend ausgerüstet sind, sowohl was ihre eigene Ausbildung angeht, als auch was die äußeren Umstände angeht. Was müssen Sie jetzt in einer solchen Schule, an der diese Art von Unterricht angeboten wird, welche Voraussetzungen brauchen Sie an der Schule? Nun, zum einen sind es natürlich die personellen Voraussetzungen. Also dass bei uns an der Schule, wie auch an allen anderen Schwerpunktschulen, Förderlehrer, so wie ich Förderlehrerin bin, mit an der Schule dabei sind und mit entsprechend vielen Stunden auch in den einzelnen Klassen die Lehrer beraten und die Kinder fördern können, die dort Bedarf haben. Und dann bedeutet es natürlich auch, dass man räumliche Möglichkeiten hat, denn ein offener Unterricht, der dann notwendig ist, braucht auch mehr Raum als normalerweise den Schulen zur Verfügung steht und natürlich auch entsprechende materielle Voraussetzungen, denn man braucht mehr Anschauungsmaterial. Genau. Wie ist es denn dann, weil Sie sagen Förderlehrer, ist das nochmal eine spezielle Zusatzausbildung beim normalen Pädagogikstudium? Man kann es sowohl als auch machen. Man kann es als grundständiges Studium absolvieren, so wie ich es getan habe, dann als Förderschullehrerin. Oder dann aufstocken, also nach dem normalen Grundschulstudium oder Hauptschulstudium Förderlehrerstudium noch dazu machen. Herr Miles-Paul, wie würden Sie denn die Situation im Land beschreiben? Wie weit sind wir auf diesem Feld? Also ich glaube, Rheinland-Pfalz hat mit der Entwicklung der Schwerpunktschulen einen wichtigen Schritt gemacht. Da wird sozusagen an ganz normalen Schulen wird Know-how gebündelt, um eben diese integrative, inklusive Beschulung zu leisten. Wir haben in Rheinland-Pfalz jetzt 229 solcher Schwerpunktschulen. Die Maler-Becker-Schule ist eine davon. Mhm. Und da ist natürlich viel an Erfahrung gewachsen. Tendenziell kann man sagen, 20% ungefähr der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, heißt es da, die sind an integrierten Schulen, aber 80% sind noch an Förderschulen. Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Mhm. Frau Striegel, nun ist ja so, es gab einen Wettbewerb, es gab einen Preis, der ausgesetzt worden ist. Und Sie sind in Ihrer Schule mit ausgezeichnet worden für diese Form des Unterrichts. Was haben Sie denn konkret gemacht? Nun, wir haben gemeinsam im Team eine
Unterrichtseinheit geplant, die die Wahrnehmung der Kinder fördern sollte. Es ging um Körperformen, also um die Grundlagen der Geometrie sozusagen in einer ersten Klasse im Bereich Mathematik. Und über diese Unterrichtseinheit haben wir dann nochmal verschiedene Dokumente, also das haben wir dokumentiert und darüber geschrieben und das dann eingereicht im Wettbewerb. Einfach, dass man das auch nochmal ganz praktisch versteht, wie groß ist Ihre Klasse und wie viele Schüler haben Sie in dieser Klasse, die vielleicht noch vor 5 Jahren in eine Sonderschule gegangen wären, wenn es das jetzt nicht gäbe? In der Klasse befinden sich 22 Schüler und ein Kind darunter mit besonderem Förderbedarf, das ist ein Kind mit Down-Syndrom. Ja, also die Klassen sind in der Regel normal groß und wir haben das natürlich in der ersten Klasse so ausgelegt, dass die Kinder mit sehr viel Material arbeiten konnten, sehr viel selbst erfahren konnten an Stationenarbeit, aber auch in ihrer eigenen Umgebung und in der näheren Umgebung in der Schule, kleinen Ausflügen, Körperform erstmal erkennen, wahrnehmen, selbst auch dokumentieren, fotografieren und damit dann wiederum zurück in der Schule zu arbeiten, um das dann weiterzuführen im Sinne von dann langsamer Heranführung an Formen. Frau Stegel, jetzt würde mich mal interessieren, bei Erwachsenen kennt man ja das Phänomen, dass die oft nicht so richtig wissen, wie gehe ich mit einem Behinderten um. Spreche ich den drauf an oder ignoriere ich seine Behinderung oder wie mache ich es richtig? Wie machen das jetzt die restlichen 21 Schüler dem 22. gegenüber? Was hat man da für Erfahrung? Weil das mit Sicherheit doch ganz wichtig ist für die Integration und die Inklusion. Ja, es ist sehr wichtig. Also es ist sehr wichtig, dass man damit sehr offen umgeht. Denn gerade bei offensichtlichen Behinderungen lässt es sich nicht verheimlichen oder vertuschen. Es ist auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, das Kind mit seinen Fähigkeiten und nicht nur das behinderte Kind, sondern jedes Kind. Also es geht ja nicht nur um die behinderten Kinder, sondern auch um alle anderen Kinder in dieser Klasse so wahrzunehmen, mit seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und auch den Dingen, die es noch lernen muss und es dann da optimal abzuholen und es zu fördern. Und die Kinder in der Klasse gingen von Anfang an sehr natürlich damit um. Und sind die unbefangener als wir? Die sind sehr viel unbefangener. Die Kinder sind sehr viel unbefangener als wir. Mhm. Sie stellen auch sehr viel unbefangener Fragen als wir und gehen auch sehr liebevoll miteinander um. Miles Paul, zum Schluss ist ja entscheidend jetzt, wenn diese Schulform da ist, irgendwann gibt es ja dann einen Abschluss. Gibt es denn schon Erfahrungen, was können Sie tun als Beauftragte, dass dann auch der Schritt von der Schule, vom inklusiven Unterricht hin in die Arbeitswelt dann richtig funktioniert? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Und was ich so erlebe, ist, dass diejenigen behinderten Kinder, die jetzt auch integrativ beschult wurden, dass die oft viel offener sind, auch, ich sag mal, selbstbewusster oft. Und da legen wir natürlich einen großen Wert darauf, dass dieser Übergang von der Schule in den Beruf, dass der natürlich besser klappt. Da haben wir jetzt auch neue Projekte angeschoben. Und wir haben in Rheinland-Pfalz zum Glück eine Reihe von Instrumenten. Das ist alles noch nicht perfekt, da sind wir auf dem Weg. Wir haben Integrationsbetriebe. Wir haben auch so ein Instrument, das nennt sich Budget für Arbeit. Da bekommt der Arbeitgeber bis zu 70% der Lohnkostenzuschüsse. Das wären also für Menschen, die sonst in eine Werkstatt für behinderte Menschen gehen würden, kaum eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hätten. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass möglichst viele Arbeitgeber auch die Leute einstellen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich in der Schule kennenlernt, dass die Eltern sich kennenlernen und dann entwickelt sich auch eher so ein Zusammenwirken in der Nachbarschaft, als wenn behinderte Kinder halt immer in Sonderwelten leben. Dann ist das enorm schwieriger, ich sag mal, für beide Seiten. Frau Stiegler, Melz Paul, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir dürfen die Hände noch nicht in den Schoß legen. Es gibt noch genug zu tun. Ja. Herzlichen Dank für den Besuch und liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit unseren Veranstaltungstipps. Farbe ist allgegenwärtig und für uns ganz selbstverständlich. Doch was ist Farbe eigentlich? Die Sonderausstellung Bunt – Farbwelten erleben im Naturhistorischen Museum Mainz zeigt Spannendes und Interessantes aus der Welt der Farben.
Tauchen Sie ein, bunt Farbwelten erleben noch bis zum 1. Juli 2012 im Naturhistorischen Museum Mainz. Weitere Informationen auf naturhistorisches-museum.mainz.de. Trutzige Ritterburgen, geheimnisvolle Klöster und die gigantische Dombaustelle – das sind Orte, die die jungen Besucher auf ihrer Reise ins Mittelalter im Jungen Museum aufsuchen. Die Mitmachausstellung Burg Drachenfels ist für Kinder von 4 bis 12 Jahren und bietet zahlreiche Erlebnisse zur mittelalterlichen Welt. Warum waren die mittelalterlichen Könige stets auf Reisen? Welche Erfindungen wurden in Klöstern entwickelt? Wie baut man einen Dom? Welche Habseligkeiten gab es in einem Bauernhaus? Und wie ging es auf dem Markt einer mittelalterlichen Stadt zu? Besuchen und erforschen kann man die Ausstellung noch bis zum 29. Januar im Kindermuseum des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Nähere Infos auf museum.speyer.de. Ja, liebe Zuschauer, zu unserem nächsten Thema. An die jährlichen Nachrichten über das Ozonloch oder über das größer werdende Ozonloch haben wir uns schon gewöhnt. Heute habe ich einen Gast bei mir im Studio, wo wir mal ein bisschen in diese Materie einsteigen können und über neue Erkenntnisse berichten können. Ich darf begrüßen Dr. Ralf Weigel. Er ist vom Institut für Physik, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, der Atmosphäre, Physik richtig. Der Atmosphäre, IPA an der Universität in Mainz. Herzlich willkommen, Herr Dr. Weigel. Schönen guten Tag. Ich habe gesagt, es gibt neue Erkenntnisse und wir haben ja schon ein Flugzeug, ein ganz spezielles Flugzeug gesehen und diese neuen Erkenntnisse haben mit diesem Flugzeug etwas zu tun. Das ist richtig. Wir hatten also im letzten Winter, im Dezember, die Möglichkeit, mit diesem Flugzeug in nördlich des Polarkreises in Kiruna, Schweden, zu fliegen, Richtung Nordpol und haben dabei während des Fluges polare Stratosphärenwolken gekreuzt, die maßgeblich einen Beitrag zu der Zerstörung von Ozon leisten. Mhm. Und dabei, bei diesem Durchfliegen von polaren Stratosphärenwolken, ist es uns gelungen, Partikel zu sammeln und mit hier runterzubringen, sodass man diese Partikel im Labor untersuchen kann. Und das war nun das allererste Mal, dass es gelungen ist, solche Partikel aus der Stratosphäre mit einzufangen. Durch Zufall, aber es ist gelungen und meines Wissens das erste Mal, dass man wirklich gezielt aus diesen Wolkenpartikeln mit nach Hause bringt. Nur zur Erklärung, Stratosphäre, in welchen Entfernungen müssen wir da denken? Da gibt es ja auch Unterschiede. Sie haben gesagt, Sie waren am Nordpol, da gibt es ja bestimmte Unterschiede. Also welche Größenordnung muss ich da denken? Also wenn wir von der Stratosphäre über der Polarregion reden, dann in Höhen oberhalb von 10 Kilometern etwa. Mhm. Und da etwa vielleicht bei 12 Kilometer die zivile Luftfahrt aufhört, gibt es eben nur sehr wenige Flugzeuge in der Welt, die in der Lage sind, einmal Forschungsmaterial mit sich zu führen bis in diese Höhen. Und das Flugzeug, das wir sehen, das können wir ja sagen, das ist ein ehemaliges sowjetisches Aufklärungsflugzeug, man könnte auch sagen Spionageflugzeug, aber Aufklärungsflugzeug, das jetzt sozusagen einer zivilen Nutzung zugeführt worden ist. Wie kam das Institut an dieses Flugzeug? Das kam in den 80er Jahren. Da haben die richtigen Leute die Zeichen der Zeit erkannt, haben sich zusammengesetzt und darüber nachgedacht, wie kann man das Flugzeug für Forschungszwecke nutzen. Mhm. Und einer von den Herren war mein Chef. Und seit den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, betreiben wir eben Instrumente auf diesem Flugzeug. Nun haben Sie ja mit Sicherheit, wenn Sie da hochgegangen sind nach Kiruna, gedacht, naja, also wir fliegen jetzt da mal hoch und gucken, ob wir etwas über die Prozesse erfahren können, die dort im Zusammenhang mit dem bewussten Ozonloch zu tun haben, wie so etwas entsteht oder nicht. Und das andere war ja dann mehr oder weniger das Glück des Tüchtigen, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. So ist es. Also indirekt kann man sagen, wir fliegen da hoch gezielt, um was über das Ozonloch zu erfahren. Mhm. Das Ganze, das Ozonloch, wie sich der polare Vortex bildet, wie sich die polaren Stratosphären bilden, ist nur schwierig vorhersagbar. Insofern war es in der Tat Glück, dass wir dieses Jahr die Bedingungen hatten, dass wir die Partikel, dass sie
sich bilden konnten, die polaren Stratosphärenwolken. Und die Vermutung liegt das nahe, dass das so früh und so intensiv stattgefunden hat, dass wir auch dieses Jahr über der Nordpolarregion mit einem deutlichen Ozondefizit zu rechnen haben. Jetzt haben Sie ein paar Fotos mitgebracht. Wir sollten uns das erste vielleicht mal angucken. Das ist jetzt das Flugzeug noch vor dem Start. Und da ja vielleicht interessant, das sind hier Ihre Spezialgeräte angebracht. Das ist richtig. Das sind unsere optischen Partikelzähler. Mhm. Mit denen können die Wolkenpartikel, die durch einen Laserstrahl fliegen während des Fluges, detektiert werden und Größen aufgelöst, sortiert werden. Und das sind nachher eine der wichtigsten Daten, die wir für unsere Forschungszwecke brauchen. Das heißt, jetzt auch mal ganz einfach gesprochen, Wolken enthalten durchaus feste Partikel. Durchaus. Ohne diese Kondensationsoberflächen, wie wir sagen, können Wolken nicht entstehen. Wir haben ein gesättigtes oder übersättigtes Gas, was kondensieren will, was eine Wolke produzieren will. Aber erst die Anwesenheit von Kondensationsoberflächen ermöglicht die Kondensation und die Bildung von Wolken. Jetzt haben wir einen Blick auf Ihre Geräte, die Sie dort in diesem Flugzeug untergebracht haben. Ist da jetzt auch dieser Zähler dabei, oder? Der ist leider bei diesen Bildern nicht dabei. Das ist was wir hier sehen, sind wie gesagt unsere optischen Partikelzähler. Hier verlaufen Laserstrahlen, durch die Partikel ähnlich wie durch eine Lichtschranke fliegen. Mhm. Was wir auch noch an Bord haben, versteckt im Inneren des Flugzeuges, ist ein Kondensationskernzähler. Mhm. Und parallel zu diesen Zählern ist eben auch eine Sammeleinheit installiert worden, die bei Erfüllen bestimmter Bedingungen die Kanäle öffnet und einfach Luftproben sammelt und damit die Partikel. Sollten wir beim nächsten Bild noch mal drauf schauen, denn da kann man jetzt mal das, was Stratosphärenwolken sind, am schönsten sehen. Genau, die schönste, hier deutliche Wolke, die man polare Stratosphärenwolke nennt, ist dieses irisierende V, was man hier in perlmuttartigen Farben sieht, die in sehr hohen Höhen entstehen, eben oberhalb von 12, 13 Kilometern und höher. Und nur dadurch sichtbar werden, dass sie von unten, von der tiefstehenden Sonne angestrahlt werden. Und das gibt dann diese irisierenden Formen von Wolken. Richtig. Was kann man nun mit dem, was Sie mit Ihren Partikeln jetzt gefunden haben, was kann man damit anfangen? Also wie geht da jetzt die Forschungsarbeit weiter mit den Ergebnissen, die Sie da gefunden haben? Da ist jetzt intensive Laborarbeit gefragt. Mhm. Die Proben, zahlreiche, wir haben glaube ich 14 Proben gesammelt während der ganzen Phase. Mhm. Die müssen jetzt im Labor analysiert werden. Das passiert mit Rasterelektronenmikroskopie. Mhm. Und das ist eine relativ zeitaufwendige Analysemethode. Dafür haben wir dann aber auch viele Informationen über die Form der Partikel. Wir können in der Tat Fotos machen von den Partikeln. Mhm. Und wir erfahren etwas über die Chemie der Partikel. Mhm. Das heißt, das ist eine Disziplin, die Sie vertreten, wenn ich das so einfach sagen darf, wo man eigentlich noch über jede zusätzliche Information froh ist, bevor man jetzt zu den großen Ergebnissen kommt. Absolut. Mhm. Ja, dann kann ich Ihnen nur wünschen, dass Sie auch bei den nächsten Flügen wieder so viel Glück haben, denn das Ganze soll ja dazu dienen, dass wir mehr über die Entstehen von Ozonlöchern erfahren und vielleicht auch entsprechende Gegenstrategien entwickeln können. Richtig. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für diese interessanten Erläuterungen und Informationen. Und liebe Zuschauer, bei uns geht es weiter mit einem anderen Thema. Wir berichten nämlich darüber, wie Schüler Abschied nehmen von einem gestorbenen Mitschüler. Wenn ein Kind schwer krank ist, leidet und schließlich stirbt, dann ist das für Eltern, Geschwister und die ganze Familie das Schlimmste, was passieren kann. Schier unerträglich erscheint der Schmerz. Wie soll es weitergehen? Wie mit der Trauer umgehen? Antworten auf diese Fragen suchen auch Freunde und Klassenkameraden. Eine eindrucksvolle Ausstellung in der evangelischen Kirche in Gau-Odernheim zeigt jetzt, wie Kinder die Trauer um ihre Klassenkameradin Lara verarbeitet haben. Das Mädchen starb an Krebs, ein Hirntumor, den sie selbst gemeinsam mit ihrem Vater in vielen Bildern malte.
Die Bilder sind stark im Ausdruck und stark ist auch die positive Sicht auf das Unfassbare, auf das Schlimmste, was passieren kann. Im Studio begrüße ich jetzt Claudia Langanki, sie ist Leiterin des Kinderhospizes Bärenherz. Herzlich willkommen. Und Dieter Steuer, er ist Trauerbegleiter und Therapeut. Herzlich willkommen. Frau Langanki, jetzt reden wir erstmal über Lara. Lara war bei Ihnen im Hospiz Bärenherz. Wie würden Sie Ihre Aufgabe und Ihre Arbeit des Kinderhospizes beschreiben? Nun, ganz wichtig dabei ist zu sagen, dass wir im Kinderhospiz ganzheitlich arbeiten. Das heißt, das erkrankte Kind ist natürlich im Fokus. Wegen dem erkrankten Kind kommt die Familie zu uns. Und das steht insofern im Mittelpunkt. Aber genauso betreuen wir die Eltern, eventuell auch die Großeltern und vor allen Dingen die Geschwisterkinder. Das heißt, dass die Trauer um die Erkrankung dieses Kindes, den Tod dieses Kindes natürlich ganz schwer ist für Eltern und ganz, ganz schwer ist für Geschwister. Und deshalb gibt es auch immer besonders ausgebildete Fachkräfte bei uns, die jeweils für die Einzelnen da sind. Steuer, ist das gerade in so einer Situation wichtig, dass ein betroffenes Kind wirklich der Eindruck vermittelt wird, sie ist nicht sozial ausgegrenzt, sondern das normale, in Anführungszeichen, Umfeld gehört nach wie vor mit dazu? Es ist immens wichtig, weil dieses Kind natürlich in einem Lebens- oder einem Sterbeprozess ist, in dem es nichts mehr braucht als das Gefühl der Sicherheit. Und Sicherheit bietet ihm eben das, was die alltägliche Selbstverständlichkeit ist. Soweit möglich dann eben auch im Bärenherz, dass die Familie dicht bei ihm ist, dass es umgeben ist von Menschen, denen es vertraut, auch von irgendwann noch Fremden, die es dann mehr und mehr kennenlernt, aus der Pflege und aus der Begleitung heraus. Also das sind sicher ganz fundamentale und bedeutsame Dinge, dieses Empfinden von Sicherheit und Geborgenheit im Alltag zu haben. Und vielleicht darf ich es noch ergänzen, ja, und von Normalität. Das, was ein Kind in der Klinik nicht erlebt, zwangsläufig, dass wieder so ein Stück Normalität geschehen darf. Also im sozialen Verband, Familie, Geschwister, Großeltern, Freunde, vieles, was dazu gehört, dass einfach wieder ein ganz normales Leben möglich ist, trotz der schweren Erkrankung. Nun war Lara 6 Jahre, als sie gestorben ist. Und dieser letzte Geburtstag war für das Kind ja noch was ganz Wichtiges. Dieser letzte Geburtstag war für das Kind sehr, sehr wichtig, zumal Lara unbedingt eingeschult werden wollte. Und natürlich, klar, mit 6 Jahren wird man eingeschult. Das passte auch alles ganz gut, weil sie hatte Geburtstag. Und der Geburtstag war letztendlich auch der Einschulungstag. Und so hat Lara, obwohl es ihr wirklich schon sehr, sehr schlecht ging, noch ganz lange ausgehalten und hat diesen Tag mit ihrem Geburtstag und mit der Einschulung noch mit uns zusammen gefeiert. Wir haben Besuch gehabt vom Lehrer, wir haben Besuch gehabt von der Konrektorin der Schule. Sie hat ihre Schultüte bekommen, wir haben alles gemacht, wie man es immer macht. Nur das Ganze hat halt in ihrem Lager stattgefunden, in ihrem Bett, was wir da aufgebaut hatten. Frau Langanki, nun hat ja die Kommunikation von Lara eine große Rolle gespielt und ein Teil der Kommunikation hat sich über Bilder abgespielt, die sie gemalt hat. Sie haben welche mitgebracht. Wir sollten das erste uns einmal anschauen. Was hat Lara mit diesem Bild gesagt? Also dieses Bild hat zum Beispiel den Namen die guten und die bösen Zellen. Und ich denke einfach, dass Lara hat versucht, mit ihrer Erkrankung einfach mit ihrer Fantasie zu kombinieren, um für sich Erklärungen zu finden und um für sich selbst Wege zu finden. Man hat im Vorspann einen Film gesehen mit vielen verschiedenen Bildern. Wir haben Lara kennengelernt an dem Tag, an dem sie zu uns kam, hat sie ein Bild gemalt und sich selbst als Prinzessin dargestellt. Mhm. Dieses Bild hat man im Vorspann gesehen. Mhm. Mhm. Das heißt also, unsere erste Begegnung mit Lara war auch gleich eine Begegnung mit ihren künstlerischen Fähigkeiten, Möglichkeiten. Und dieses Bild ist auch wunderschön geworden. Als sie zu uns gekommen ist, hat sie die meisten Bilder, die wir jetzt sehen, unter anderem auch dieses Bild, bereits gemalt gehabt. Mhm. Ja. Vielleicht können wir das nächste auch noch dazu nehmen. Das ist auch von Lara? Das ist auch von Lara.
wenn man ganz genau hinguckt. Sie hat, hier spielen sich bei ihr im Kopf, denke ich eben auch, da sind die Zellen eben zu sehen oder die Tumore zu sehen und der dunkle Tumor, der hier dunkel gezeichnet ist, auf diesem Bild eben auch immer ihre Unterscheidung zwischen den guten und den bösen Zellen und ihre Möglichkeit, damit umzugehen oder ihr Weg, damit umzugehen. Parallel dazu die Sonne, die natürlich entsprechend ihr Gesicht verzieht. Das ist auch ganz interessant, während sie selbst lächelt auf dem Bild. Also ja. Das ist ja sehr unglaublich ausdrucksstark, auch wenn man jetzt sehr erklären will. Wie ist das denn in diesem Alter? Welche Fähigkeiten und welche Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, was in ihrem Körper stattfindet, haben denn Kinder im Alter von 6 Jahren, Herr Steuer? Ja, wie man sieht bei Lara, immense Fähigkeiten. Es ist natürlich sicher wieder von Kind zu Kind unterschiedlich, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass sie diese kreative Kompetenz nutzt. Und jedes Kind hat, ob es nur Striche malt, ob es nur Flächen malt, das ist immer eine Form des Ausdrucks, das bin ich und so geht es mir. Mhm. Ob wir Erwachsene immer in der Lage sind, die Bilder richtig zu lesen, in Anführungszeichen, das ist wieder eine ganz andere Frage. Mhm. Und es geht ja nicht nur um das Künstlerische im Kind, sondern es geht um die Ausdrucksmöglichkeit. Mhm. Da bin ich, so geht es mir. Mhm. Meine Sonne weint gerade. Mhm. Auf dem anderen Bild mag sie vielleicht lachen. Auch die Unterschied der Befindlichkeit immer wieder auszudrücken in den Bildern, in diesen Darstellungen. Und damit den Erwachsenen eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, schaut, so geht es mir. Was können wir Erwachsene denn aus diesem Verhalten der Kinder lernen? Also so im Blick auf eine Trauerkultur, die bei uns ja noch entwicklungsbedürftig ist. Ja, nun, vor allen Dingen können wir von den Kindern lernen, dass sie mit einer unvorstellbaren Selbstverständlichkeit in der Regel mit Sterben, Tod, Veränderung umgehen können. Es ist ja nicht so, dass die Kinder dann, wenn sie sterbend sind, nicht trauern. Natürlich, sich von den Eltern zu verabschieden, sich von den Geschwistern zu verabschieden. Aber sie haben eine andere Selbstverständlichkeit als wir Erwachsene, die wir durch unsere Sozialisierung das Thema Sterben, Tod und Trauer viel mehr zum Tabuthema gemacht haben, was sich alltäglich überall natürlich zeigt. Mich hat vorher am meisten beeindruckt, das sind ja Zeichnungen der Schulklasse, also auch im selben Alter. Und da hat dann eine geschrieben, ich hoffe, dass es dir gut geht. Das ist ja eigentlich, da kommt doch zum Ausdruck, eigentlich eine optimistische oder positive Grundstimmung bei den Kindern. Erleben Sie das auch ja, so? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja öfter Schulklassen auch bei uns oder Kinder aus einem Kindergarten mal da, verschiedene Schüler verschiedenen Alters und wir lassen gerne die Kinder malen. Und in der Regel drücken die Bilder das immer wieder aus. Ich habe für mich immer so das Bild, dass ich sage, ich habe das Gefühl, die Kinder sind einfach dem noch nicht so entrückt wie wir. Mhm. Sie haben einfach noch so ein Stück weit eine andere Welt im Blick. Weil ich kann keine andere Erklärung finden, dass beispielsweise ein Kind, das 9 Jahre alt ist, eine Kluft malt mit 2 Felsen und für sich dann einfach sagt, von der einen bist du auf die andere gekommen und dort begegnest du deinem Opa, der verstorben ist. Und aus der einen Welt gehst du in eine andere, in einer anderen Form. Also Kinder haben Bilder und Erklärungen über den Tod, die mich immer wieder faszinieren. Und mir macht es so deutlich, sie haben eine viel unkompliziertere Fähigkeit, mit dem Thema Tod umzugehen, weil der Tod betrifft uns nun mal alle. Ja? Das heißt, man kann sagen zum Schluss, es lohnt sich, den Kindern auch in solchen Situationen sehr gut zuzuhören. Unbedingt. Wir können lernen. Das, was die Kinder haben, das müssen wir Erwachsene wieder suchen. Ganz genau. Wir haben es verloren. Ja. Und die Kinder haben es mit einer großen, großen Selbstverständlichkeit. Ja. Nämlich Hoffnung, Vertrauen auf etwas, was danach ist, was gut ist. So wie es heißt. Wir können viel von Ihnen lernen. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich fand es ungeheuer spannend, auch ungeheuer wichtig, dass wir ein Stück die Tabuisierung aufheben und versuchen, darüber auch mehr in Dialog zu kommen. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und liebe Zuschauer, das war schon die heutige Ausgabe von Gut gelebt. Für Ihr Interesse darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wenn Sie noch mehr über uns erfahren wollen, klicken Sie sich mal rein unter gutenberg.tv. Erfahren Sie alles über uns und unser Programm. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.